Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder nach Rostock gefahren. Wir bauen heute den Aggregateträger ein. Da ist einer drin, aber wir haben einen noch ein bisschen aufgehübscht und den wollen wir heute montieren. Wir haben immer einen Aggregateträger hier, der frisch gepulvert ist. Wenn jetzt ein Kunde kommt, ganz oft ist es halt ganz doll verrostet und vergammelt. Deswegen haben wir immer einen im Austausch. Wenn der Kunde sagt, Mensch, einmal frisch, dann haben wir mal einen neu gepulvert da. Ja, hier haben wir schon die Bremssättel liegen, was René nachher kriegt. Die sind jetzt vom SQ7, ne? Genau. Vor allem das Geile ist, dass das halt eine 6-Kolben-Bremsanlage ist und selbst bei dem Golf habe ich nur eine 4-Kolben. Die werden jetzt aber auch nochmal in RAL 2009 genau gepulvert. Das ist dieses Verkehrsorange oder auch Alus-Orange. Genau, das wären nachher deine. Die lassen wir jetzt nochmal von René nochmal schön pulvern. Also René ist der Kollege von der Firma Stahlkunst, nicht von dem René. Und genau, die kommen nochmal in Orange, das war ja René sein Wunsch. Genau. Die hatten wir jetzt noch liegen in Rot, das haben wir nochmal zum Testen genommen. Und für genau ein paar Bilder, die ihr auch zum Beispiel bei Insta gesehen habt. Genau. Dann haben wir noch, die Bremsscheibe haben wir auch schon hier liegen. Alter Schwede, das ist, boah. Also Philipp würde das Ding direkt in der Mitte durchsägen, weil es einfach so schwer ist. Ja. Alter, ist das echt so brutal? Ja. Heftig. Was sind das, 25 Kilo? 20 Kilo? Ja, ungefähr. Aber ich würde so sagen, das war immer das Gewicht, was ich so in der vierten Klasse beim Diskuswerfen genommen habe. Ja, und jetzt tauschen wir das gleich. Hier habt ihr jetzt gerade schon, das habt ihr gerade eingepresst, ne? Genau, da haben wir so eine Presse, eine hydraulische Presse für. Das hat der liebe Kai gerade ganz toll eingepresst. Dein neuer Mitarbeiter quasi im genau, Team. Genau, genau. Ja, eigentlich wäre es ja schön, wenn jetzt hier in dem Zuge das Fahrwerk schon mit da gewesen wäre. Genau. Ist es noch nicht, muss ich mich noch mal drum kümmern. Ja. Also wir haben ja erstmal jetzt eins hier, vielleicht machen wir das erstmal probeweise mit rein, das wäre ja nicht schlimm. Und ja. Weil es halt mit dem alten Fahrwerk, das ist relatives Gequäke, das da reinzukriegen. Ja, die Jungs hier, wirklich das komplette Team, nochmal vielen Dank, haben in der letzten Zeit sich die Nächte und Tage um die Ohren geschlagen, damit dieses Projekt so vernünftig wie möglich, aber gleichzeitig auch so schnell wie möglich umgesetzt wird, obwohl wir ja eigentlich kein Zeitfenster ausgemacht haben, wo ich gesagt habe, bis da und dann muss das Ding fertig sein. Nee. Nelly und ich, wir planen zwar schon fleißig für nächstes Jahr unsere Touren damit. Eine Tour wird zum Beispiel so 6000 Kilometer sein. Wird geil, freue ich mich auch schon drauf. Aber wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr hier alle Mann so, was ihr hier leistet, ist wirklich... Danke, danke. Du weißt ja, dass ich immer so ein emotionaler Mensch bin. Die Leute, als ich den Golf abgeholt habe, haben gedacht, das gefällt ihnen nicht und sowas. Haben die da unten in die Kommentare geschrieben, wirklich. Ja. Weil ich kann das halt nicht immer so rüberbringen, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ist halt wieder so ein Projekt, wo du sagst, ja, ich baue mir jetzt ein Daily und mach das Ding auch cool und dann hinterher ist es eigentlich wieder viel zu schade, um damit wirklich im Daily-Betrieb durch die Gegend zu fahren. Ne? Aber bei dem wird es halt wirklich so sein. Also das Ding soll halt im Daily-Betrieb benutzt werden und gleichzeitig will ich damit mit den beiden Mädels halt auf ja, fast schon Weltreise gehen. Ne? Das wäre selbst Daily ein bisschen Schämung, ne? Hat schon ein bisschen Kilometer runter, das Ding, ne? Genau. Ansonsten wurde ich ganz viel gefragt bei Instagram, wie wir das alles so machen mit den Teilen und so weiter, wo wir das alles her haben. Wir haben uns die letzten Jahre ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Da auch nochmal ein ganz großes Danke an Carsten und Volker, die uns da beide mehr als gut supporten. Die unterstützen uns auch in dem Projekt so an sich. Also so freundschaftlich, nicht nur rein geschäftlich. Was natürlich auch sehr willkommen ist, gerade bei dem Aufkommen von Teilen, die wir jetzt hier schon gebraucht und verbaut haben. Zu dir? Ja. Jo. Ist natürlich geil, das mit weißen Schuhen zu machen. Ja. Na Kai? Warte. Bisschen zu Kai noch rüber. Hoch nochmal Kai. Ja. Mal los. Ja? 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 Gut. So, so Kaiche, du musst mal jetzt hier ein bisschen halten, das hilft alles nichts. René muss ein bisschen hochheben und dann müssen wir hier ran. Das Ding muss quasi hier rein. Mit meine Schraube hier? Nee, die ist fast nur Lenkgetriebe. Achso, die Schraube da. Ich sag doch, ich habe keine Ahnung. Das muss hier rein.
ein bisschen hoch in den? Ich kann nicht weiter höher. Drück mal ein bisschen hoch. Ja, warte, genau. Ein bisschen runter wieder. Hör mal, wie er stöhnt, Nelly. Ich frage mich, was er im Fitnessstudio macht. Ich glaube, er steht noch am Tresen mit hier Protein 84. Ich bin da nur, um Selfies zu machen. Ja, ja, ich bin gespannt, wie er gleich steht. Wir bauen ja, haben wir, glaube ich, eben gerade schon mal gesagt, wir bauen jetzt erstmal ein Fahrwerk ein, weil das Fahrwerk, was hier eigentlich reinkommen soll, ist noch nicht da. Was ich da an dem Fahrwerk ganz cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen, die Federn. Guckt euch das an, wie geil das mit der Farbe ist. Das passt zum Bus. Aber ist halt, wie gesagt, erstmal nur Provisorium. Erstmal nur ein Provisorium, damit, ja, damit jetzt ein Fahrwerk drin ist und wir bei den neuen Teilen nicht wieder das alte Fahrwerk jetzt da reinbauen. So, dass es dann gequält ist, das reinzukriegen mit dem vergammelten Ding. Genau. Guck mal, René, jetzt kannst du mal gucken, dass du das Lenkgetriebe bis hier. Guck mal, hier sind die Bohrer. Das Lenkgetriebe hier. Dass das Lenkgetriebe mal so ein bisschen da rauflegst. Es reicht, wenn du es rauflegst. Genau, Keilsche passt auf Höhe hier. Das wird dann natürlich richtig geil aussehen, weil auch felgentechnisch, ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, felgentechnisch weiß ich noch gar nicht, was auf den Bus kommt. Es gibt so ein paar Felgen, wo ich sage, ja, es ist ganz cool. Aber wissen tue ich es noch nicht. Das wird jetzt bestimmt mit den altbacken Felgen, werdet ihr gleich sehen, wird das richtig cool aussehen bestimmt. Viele werden ja jetzt wahrscheinlich von euch sagen, dass das Ganze ja gar nicht mehr Low Budget ist. Low Budget ist ja immer ein dehnbarer Begriff, sage ich mal. Und man muss sich mal überlegen, also viele Leute, wie soll ich das erklären? Für den einen ist Camping zum Beispiel, was ja eigentlich der Grundgedanke von diesem Bus war und auch immer noch ist. Also da, ich weiß nicht, was die Leute sich da drunter vorstellen, dass sie dann halt so eine Matratze hinten reinschmeißen und dann fahren sie campen. Natürlich hätte ich mir auch einen Bus, einen fertigen kaufen können, aber Krischi hat mir gerade erzählt, dass ich jemanden, was war das, ein 6.1? Ja, T61 Multivan. T61 Multivan, 95.000 Euro hat er sich geholt und da sind wir hier bei weitem nicht. Ich überlege noch, ob ich am Ende dieser ganzen Videoreihe eventuell mal auf die Kosten eingehen werde. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich das wirklich mache. Auf jeden Fall, ich sehe das immer noch als Low Budget, wenn man dagegen so 95.000 Euro Auto stellt, was du nur mit den Vorgaben von VW selber ja quasi dir ja herstellen kannst. Und hier haben wir einfach freie Möglichkeiten. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Ich kann die Farbe haben, die ich will. Ich kann einfach alles haben, genauso wie ich das will. Und das wird am Ende trotzdem noch viel, viel günstiger sein. Und das ist ein perfektes Auto. Und ja, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Leute, Alter, diese ranzigen Felgen, ne? Das sieht geil aus. Ist halt kein Luftfahrwerk, aber da ist jetzt noch nicht mal ein Motor drin. Ne? Ja. Du kannst es so tief fahren, wie man, aber da musst du halt Karosserie ein bisschen verändern. Und nein, will ich gar nicht. Also so die Höhe ist schon geil. Ja, aber ohne Motor ist halt relativ untypisch, ne? Aber so jetzt für einen Transport sieht es einfach werksmäßig aus. Also das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade mega, mega happy. Und selbst, wie gesagt, mit diesen räudigen Felgen. Ja. Brutal. Waren aber auch viele, ne? Also einige verbreiten die ja auch und bla, aber da bewegen wir uns ja schon wieder im illegalen Bereich. Das wollen wir natürlich nicht. Nee. Aber so an sich ist es auf jeden Fall auch eine begehrte Felge tatsächlich. Also für ernsthaft? Ja, vielleicht kann ich mir das nur gerade nicht vorstellen, weil die Potte aussieht, aber. Genau. Echt. Also im Hochkant schwarz geht das eigentlich. Echt mega. Ich würde sagen, das war's jetzt auch. Wie lange haben wir jetzt ungefähr zeitlich investiert? Alle haben mit angepackt? Ja, eine Stunde oder? Ja, ungefähr, ne? Stunde, glaube ich, war in Ordnung, ne? Ja. Ja. Mega. Vielen Dank fürs Zugucken. Nächste Video, wir drehen auch eins noch so einen aktuellen Stand, Zustand von dem Bus, weil, habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon mal erzählt, die Jungs haben hier brutal Gas gegeben.
Und dann fahren wir jetzt gleich noch zu Banky. Dann fahren wir jetzt gleich noch zu Frankie Bus for Fun und machen da auch noch ein paar schöne Sachen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.